in OneNote gezielt auf Seiten zugreifen, die ihr in letzter Zeit geändert habt, oder auch in OneNote Notizen aus Outlook oder aus Samsung Notes sehen und bearbeiten können. Das bietet euch der Feed von OneNote. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Den Feed habt ihr in allen drei Varianten von OneNote. Zum einen in der Desktop-App, die ich verwende, aber auch in OneNote fürs Web und in OneNote für Windows 10. Wenn euch mehr zu diesen verschiedenen Varianten und den Unterschieden interessiert, dann schaut doch mal in das Video, das ich dazu gemacht habe. Ich zeige euch jetzt, wie ihr den Feed aufrufen könnt, was da drin möglich ist und gehe auf so ein paar Merkwürdigkeiten, die es da gibt, ein. Ihr findet den Feed hier rechts oben im Eck in OneNote. Das Symbol ist in allen drei Varianten gleich. Bei der App fürs Web findet ihr das Symbol hier als letztes in der Symbolleiste und bei Windows OneNote für Windows 10 findet ihr es hier. Und dann geht, wenn ihr das zum ersten Mal aufruft, geht diese Info auf, nämlich, dass ihr hier ein Konto auswählen müsst. Man kann also immer nur den Feed, der zu einem Konto gehört, auswählen, nicht zu mehreren Konten, aber man kann wechseln zwischen den Konten. Zunächst mal wählt ihr das Konto aus, mit dem ihr hier auch angemeldet seid. Unter Umständen müsst ihr noch eure Anmeldedaten eingeben und dann wird der Feed angezeigt. Und wenn ihr den wechseln wollt, klickt ihr einfach hier auf das Konto, das ihr ausgewählt hattet, geht auf Abmelden, wählt weiteres Konto hinzufügen und könnt dann ein anderes Konto oder auch ein bestehendes Konto verwenden. Und dann wird eben zu diesem Konto hier der Feed angezeigt. Beim ersten Mal dauert das Ganze ein bisschen und dann werden die Sachen angezeigt. In diesem habe ich keinen Feed und ich melde mich wieder ab und wechsle wieder zur Akademie zurück. Es gibt drei verschiedene Arten von Notizen, die ihr euch hier im Feed anzeigen könnt. Und zwar sieht man das sehr schön hier über den Filter. Wenn man den anklickt, dann sieht man, es gibt drei Arten von Notizen. Einmal OneNote-Seiten, das wäre so ein Eintrag hier. Da seht ihr, in welchem Abschnitt und welche Seite das ist. Ihr seht leider nicht, welches Notizbuch das ist. Samsung Notes kann ich euch jetzt hier keine zeigen, weil ich kein Samsung-Gerät habe. Ich habe euch aber unten in der Beschreibung eine Seite von Microsoft verlinkt, auf der steht, wie man die Synchronisierung zwischen Samsung Notes und dem Feed hier organisiert. Und dann gibt es noch die Kurznotizen. Genau genommen sind das sogenannte Outlook-Notizen. Die seht ihr hier. Die haben dann unter Umständen auch eine Farbe. Und die kann man an dieser Stelle auch neu hinzufügen. Ihr könnt keine Seiten neu hinzufügen. Ihr könnt keine Samsung Notes an dieser Stelle hinzufügen. Aber ihr könnt Outlook-Notizen hier hinzufügen. Diese Outlook-Notizen werden dann auch synchronisiert mit den Notizen in Outlook, sowohl in der Desktop-App als auch in der Web-App. Wann erscheint so eine Notiz hier im Feed? Bei OneNote-Seiten ist es zum Beispiel so, in dem Moment, in dem ihr auf einer Seite etwas ändert, ich nehme jetzt mal als Seite hier die Seite Watten und ich ändere hier etwas, ich schreibe hier einen neuen Text dazu, in dem Moment wird diese Seite jetzt in den Feed aufgenommen. Das dauert manchmal mit der Aktualisierung ganz ein bisschen. Ihr seht, jetzt ist es gerade dazugekommen. Wenn ihr die Aktualisierung beschleunigen wollt, dann macht ihr den Feed hier rechts oben einmal zu und macht ihn wieder auf. Dann geht das schneller und das ist vor allem bei Outlook-Notizen, die ihr vielleicht parallel in Outlook eingegeben habt, notwendig, weil die nicht automatisch hier aktualisiert werden. Gebt mal so eine Notiz, so eine Outlook-Notiz hier ein. Ich kann dann den Text für die Notiz schreiben. Und ihr seht, hier dreht sich so ein kleines Kreischen und wenn man drauf geht, dann steht da, Änderungen werden in der Cloud gespeichert, sind in der Cloud gespeichert. An dieser Stelle sieht man diese Info immer, auch wenn das Symbol weg ist. Und ich kann jetzt hier eben auch Formatierungen festlegen und Nummerierungen, Aufzählungen, Ähnliches. Ich kann die Farbe ändern und sehe dann diese Notiz hier im Feed auch. Also ich kann nur Outlook-Notizen hier ändern, die anderen Arten von Notizen nicht. Je nachdem, was es für eine Art von Notizen ist, könnt ihr damit noch andere Dinge tun. Und zwar mache ich mal einen Rechtsklick auf eine Seite
von OneNote, dann seht ihr, die kann man in OneNote öffnen, man könnte den Link kopieren, genau genommen ist das ja ein Link und man könnte sie auch aus der Liste entfernen. Es wird immer nur das letzte Änderungsdatum hier im Feed angezeigt, also wenn ich die Seite Watten 10-mal ändere, dann steht sie hier nur einmal drin. Und das heißt, wenn ich sie aus der Liste entferne, dann ist sie auch wirklich komplett weg und erscheint nicht unten nochmal irgendwo. Wenn es sich um eine Notiz aus Outlook handelt, dann führt der Rechtsklick zu einem anderen Menü und das ist bei Samsung Notes natürlich dasselbe. Wenn ihr jetzt gezielt nach einer bestimmten Information sucht in diesem Feed, dann habt ihr einmal die Möglichkeit, über den Filter auszuwählen, zum Beispiel ihr wollt nur OneNote-Seiten sehen, oder ihr wollt eben nur Kurznotizen sehen. Ihr könnt aber auch in allen Notizen suchen. Dazu klickt ihr hier in das Suchfeld. Und wenn ihr jetzt einen Text eingebt, ich schreibe mal zum Beispiel Container, dann seht ihr schon C-O-N und es wird direkt ausgewählt. Und wenn die Information, nach der ihr sucht, direkt sichtbar ist, wird sie gelb hervorgehoben. Wenn sie wie hier nicht sichtbar ist, dann klickt ihr auf die Seite und jetzt gibt es hier irgendwo auch den Begriff Container, aber der wird in diesem Fall nicht hervorgehoben. Wenn ihr mit der Suche fertig seid, schließt ihr die Suche wieder. Ihr bleibt aber auf der Seite, die ihr ausgewählt hattet und wenn ihr zurück wollt, das kennt ihr schon, gibt es hier oben das Zurückspringen. Es gibt so ein paar Sachen, die sind ein bisschen komisch und von denen darf man sich nicht irritieren lassen. Also zum Beispiel, wenn ihr hier die Farbe ändert, dass man hier die Farbe nicht richtig sieht. Oder wenn ich eine Farbe auswähle, wie blau Text für die Notiz schreiben und ich wechsle jetzt mal hier in Outlook Desktop, dann sehe ich hier diese Farbe nicht, die erscheint auch später nicht in der App fürs Web, also in Outlook fürs Web. Dort sieht man allerdings die passenden Farben. Also die Synchronisation hier zwischen OneNote Feed und der Outlook App fürs Web ist besser als mit der Desktop App. Das wäre also so ein bisschen komisch. Auch die Aktualisierung des Feeds ist nicht immer so ganz nachvollziehbar. Also ihr könnt sicher sein, wenn ihr ihn zumacht und wieder aufmacht, dann habt ihr den aktuellen Stand. Aber manchmal, so wie jetzt zufällig auch hier, erscheint dann plötzlich die letzte Notiz in der Bearbeitung. Ich gehe da zurück, damit ich wieder alles sehe. Wenn ich jetzt aber später den Feed wieder zumache und wieder aufmache, dann kann es passieren, dass direkt wieder diese Notiz aufgeht. Also da gibt es so ein paar Sachen, die finde ich sind noch nicht perfekt. Aber für den Verlauf eurer letzten Änderungen auf Seiten in OneNote ist es eine klasse Variante. Mich interessiert sehr, ob ihr das vielleicht schon verwendet oder wofür ihr es verwendet. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Das war's für heute mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.